willkommen zu unserem neuen Tutorial. Bei Hoi Piano findest du übrigens ganz viele unterschiedliche Tutorials für Anfänger, für Fortgeschrittene und natürlich Mitgliedschaft, wo du alles finden kannst, alle Kurse in allen Stilrichtungen. Willkommen zu unserem Unterricht. Mein Name ist Irina Rolf. Heute lernen wir ein neues Stück, Präludium, ein Orgelpräludium von Johann Sebastian Bach. Auf dem Klavier klingt das wunderschön. Deswegen empfehle ich dir das gerne in dein Repertoire zu nehmen. Die Stücke von Bach meistens sind sehr schwer und das ist spielbar. Ich werde dir das in ganz kleinen Schritten zeigen. Also wenn du Anfänger bist oder leicht Fortgeschrittene, kannst du das trotzdem spielen. Ich werde wirklich in ganz kleinen Schritten erklären, ganz detailliert, Theorie, Pedal, Fingersätze, so dass du das auch spielen kannst. Und das Stück besteht aus zwei Teilen. Wenn du Anfänger bist, kannst du den ersten Teil lernen. Und dann machst du 6 Monate Pause. Danach kannst du auch den zweiten Teil lernen. Aber nicht alles auf einmal. Und als Fortgeschrittener kannst du natürlich alles komplett lernen. Ja, das ist übrigens Tonart C-Dur. Das ist sehr harmlos. Aber wir werden hier trotzdem viele interessante Stellen haben. Und weil das C-Dur ist, starten wir einfach mit dem C. Das ist übrigens erste Oktave, C1, und das ist C klein. Mit dem kleinen Finger, linker Hand. Und dann weiter einfach auch C. C1, C2, auch mit dem kleinen Finger. Das ist unser Anfang. Und jetzt müssen wir einfach spielen von C, einen Ton nach unten. Das ist unser Siebtimchen. Ich sage dazu Siebtimchen, weil es ist die siebte Stufe. Schau mal, wenn C1 ist, C, D, E, F, G, A, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann sage ich dafür immer Siebtimchen. C und dann Siebtimchen. Und dann nochmal C. Und dann G. Das ist fünfter Ton. Also, nochmal. C, C, Siebtimchen, C, fünfter Ton, C. Okay, ein bisschen schneller. Eigentlich nicht schwer, ja? Man kann das gut spielen. C, H, C, G und nochmal C, H, C. Und am Ende dritter Ton, ganz zum Schluss. Und schon hast du ersten Motiv geschafft. Du kannst es so denken, C-Dur-Akkord, da sind doch die Töne C, E, G. Und wenn wir dieses C nach oben umsetzen, dann haben wir unsere Position, das, was wir jetzt gespielt haben. Wir spielen dann einfach nur C, H, C und dann G. Und nochmal C, H, C, E. Eigentlich die Töne vom C-Dur-Akkord, nur Umkehrung. Und so fangen wir direkt an. C, H, C, G, C, H, C, E. Hand liegt ganz gemütlich. Super! Und wenn das mit der rechten Hand klappt, kannst du mit der linken Hand fortsetzen. Einfach auf dieses C gehen, das von dort nach da. Und spielen C, Siebtimchen, C, G, C, Siebtimchen, C. Und dann eigentlich müssen wir zu E. Das wäre dann genauso wie in der rechten Hand. Hier wird ein bisschen anders zum Schluss sein. Zum Schluss kommt nicht nur E, sondern zusammen mit dem G. Das wird dann letzter sein. Also C, H, C, G, C, H, C,
Ege. Ja, so eine Terz am Ende. Klingt ein bisschen stabiler, weil wir ja schon angekommen sind. So ein bisschen dicker zum Schluss. Und jetzt alles komplett. Super, sehr schön. Alles, was wir bis jetzt gespielt haben, ist C-Dur. Einfach nur erster Akkord, Tonika heißt das. Erste Stufe heißt immer Tonika und wir hatten von C C-Dur-Akkord gespielt. Das ist dann unser Tonika. Perfekt. So fängt übrigens jedes Stück an mit Tonika. Wenn wir C-Dur haben, dann fängt mit C-Dur. Wenn wir D-Dur hätten, dann wäre es D-Dur sein. Jawohl. Also, dann kannst du das erstmal schön üben und jetzt zeige ich dir schon mal weiter. Zweiten Takt. Okay. Also nochmal von Anfang. Hier hast du gelandet auf 5-3, ja? Hier mit dem vierten Finger nicht spielen, weil der ist genau dazwischen. 5-3. Und dann kommt das gleiche nochmal erstmal, also wieder C, H, C, G, C, H, C. Und jetzt nicht E am Ende, sondern A am Ende. Also C, H, C, G, C, H, C, A. Jetzt kommt nämlich ein anderer Akkord, nicht mehr Tonika, nicht mehr C-Dur. Sondern es gibt noch einen wichtigen Akkord, der heißt Subdominante. Und Subdominante ist immer auf der vierten Stufe. Dann können wir zusammen abzählen, vierte Stufe. Von C, C, D, E, F. Also 1, 2, 3, 4. Dann unser nächster Akkord wird F sein. Eigentlich müssen wir dann dahin ankommen. Gut, das ist unser Ziel. Und wie kommen wir zu diesem Ziel? Wir werden von C-Lage das so spielen in der linken Hand. So, da sind wir angekommen. Und dann einmal kurz werden wir jetzt C-Dur-Umkehrung spielen. Und erst dann kommt die vierte Stufe. Vielleicht lernen wir einmal die linke Hand alleine, also von Anfang. Und dann hast du eigentlich schon alles liegen, was du brauchst. Musst du nochmal alle drei auf einmal drücken. Und dann gehst du zu Subdominante, zu F. Und mit welchen Fingern nimmst du F am besten? Hier mit dem vierten, ja? Und dann einfach nur F, A, C. Das liegt alles so gemütlich. Okay, nochmal. Jetzt haben wir schon linke Hand gelernt. Fehlt uns nur noch die rechte. Mal gucken von Anfang. Und jetzt mit diesem H zu F. Und da ist es am Ende schon A. Okay, jetzt spiele ich nochmal in mittlerem Tempo. Hauptsache nicht verpassen, ja, wann man ändern muss. Die Noten helfen dir sicherlich, dass du dann auch ganz genau schauen kannst. Und nachdem du das gespielt hast, müssen wir weiter unser F-Dur-Akkord fortsetzen. Das ist Subdominante, ja. Jetzt müssen wir fortsetzen, dafür gehen wir auch auf F hier. Und dann Siebtimchen, das ist ein drunter. Ja, unter dem F, Siebtimchen.
Und dann merkst du, dass ich jetzt Finger überkreuzt habe. So ist es richtig. Und jetzt müssen wir das wieder normal aufrichten. Das heißt F mit dem dritten. Okay, erstmal bis dahin. Was machen wir jetzt? F, weil das F-Akkord ist. Danach Septimchen mit dem zweiten und dann ausrichten mit dem dritten. Jawohl, das ist dein nächster Schritt. Kannst du bis dahin jetzt üben. Super, es geht so schnell. Nur noch ein bisschen, dann haben wir schon zwei Takte. Und jetzt fehlt dir nur noch dieses C. Also müssen wir mit dem Daumen hier loslassen, weil rechte Hand Daumen kommt dahin auf C. Und dann einfach nur noch mal F, E, F. Fertig. Zwei Takte geschafft. Also nachdem wir überkreuzt haben, gehen wir mit dem Daumen auf C. Linker muss weg sein. Und nochmal F, E, F. Ja. Okay, vielleicht einmal nochmal ganz langsam, ohne was zu sagen. Perfekt. Im zweiten Unterricht lernen wir nächste Stufe von dieser Sequenz. Sequenz, das sind so Stufen und wir haben insgesamt drei davon. Erste Stufe haben wir jetzt gelernt und zweite Stufe wird so. Und dritte Stufe so. Es ist eine wunderschöne Stelle. Das geht immer höher und es wird immer heller. Man bekommt immer bessere Laune, je länger man das spielt. Erste Stufe. Zweite Stufe. Dritte Stufe. Und dann kommt noch eine weitere Stelle. Okay, aber erstmal ganz viel Spaß. Und die Fortsetzung von diesem Unterricht findest du auf meiner Internetseite hobby-piano.de. Dort werden wir noch ganz viele Unterrichte als Fortsetzung haben. Ich freue mich auf dich. Bis bald!